Hey Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14, natürlich immer noch im Gold Saucer. Das ist wie unsere zweite Heimat hier. Also ich muss noch ein paar, also ich habe sozusagen haben wir jetzt fast alles erledigt, außer die von den Quests, müssen wir noch die Sachen erledigen, also wo man freigeschaltet hat, zum Beispiel die Kleiderbewertung und so. Ja. Also noch das mit dieses Kartenspiel habe ich nicht verstanden so richtig, aber egal. Ich auch nicht. Musst du auch noch mit der Kartenhändlerin reden, muss jetzt Ada auch. Weißt du, es gibt da was sehr Simples. Was? Wie das kannst du überspringen. Oh Gott, gibt's hier eine Videosequenz? Willkommen zurück, ich hoffe, dass du nach diesem Rundgang einen guten Eindruck von den zahlreichen Attraktionen im Gold Saucer gewonnen hast. Es ist mir eine ausgesprochene Freude, dir als Zeichen der Anerkennung für unsere Kunden ein Gratisgeschenk aus dem Fundus unserer geschätzten Besitzers. Bei Tal? Ist das etwa eine neue Kundin? Haha. Anscheinend hätte ich mir keinen besseren Zeitpunkt für eine spontane Inspektion aussuchen können. Wer ist Roland? Oh Gott, Hilfe. Meister Roland? Ja, diese junge Dame hier hat soeben ihren Einführungsrundgang beendet. Tatsächlich? Nun, dann erlaube ich mir, dich persönlich im Goldsaucer willkommen zu heißen. Mein Name ist Roland. Ich wurde damit beauftragt, mich im Namen des Besitzers und um das Tagesgeschäft hier zu kümmern. Ein großartiger Zeitgenosse übrigens. Du bist eine Abenteuerin, oder? Ja, deine Kleidung und deine Haltung sprechen eine deutliche Sprache. Dann hast du auf deinen Reisen sicherlich das Leid, das unsere Nation noch immer plagt, mit eigenen Augen gesehen. Die Flüchtlinge aus Alamigo! Die in diesen breiten Zuflucht gesucht haben, die armen Seelen, deren Häuser zerstört wurde, als Dalamut und vom Himmel stürzte. Das Sultanat nimmt durchaus Anteil an ihrem Schicksal, aber bei der Vielzahl der Flüchtlinge ist es schwierig, wirksame Hilfe zu leisten. Mein Mann jedoch hat eine Antwort auf all diese Probleme. Godbert Mandeville hat einen Traum von einem Ort voller Wunder, der den vertriebenen Arbeitsplätzen und Unterkunft den trostlosen Freude und dem Sultanat und seinen Bewohnern Wohlstand bringen würde. Für viele unserer Kunden ist der Goldsaucer lediglich EOCAs bekanntester Vergnügungsort, ein Ort, an dem man seine alltäglichen Sorgen verdrängen kann. Für mich ist es ein zentraler Bestandteil, um dieser Gegend wieder auf die Beine zu helfen. Ein Wunder geschaffen von dem großartigsten Mann, den ich jemals gekannt habe. Ich bin mir sicher, dass auch du verstehst, wovon ich rede. Aber ich möchte dich nicht länger aufhalten. Der Goldsaucer und all seine Wunder warten auf dich, meine Liebe. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit hier. Bis zum nächsten Mal. Alter, das sieht aus wie jetzt schon ein Video. Das ist jetzt ein Karten. Hey, what the fuck? Die Timer des Chocobos Rennen werden gebeten, sich am Rennschalter auf dem Chocobo zu melden. Ich will Mahjong spielen. Wo ist Mahjong? Jetzt kann man wieder zurück, oder wie? Keine Ahnung, glaub schon. Wenn ich Triple Trade spiele, versäume ich ein Chocobo-Rennen, und wenn ich zum Rennen kann, dann keine Ahnung was. Nö, du kannst nicht mal raus. Oder warte hier. Ach doch! Nach Kretania, weil ich will mal gucken. Ja, 25. Ich will jetzt mal gucken, ob die eine, wo wir fürs Chocobo-Rennen, ob die da wirklich ist. Guck mal, da ist Don Tomberry, du bist am Arsch. Also denke ich jetzt mal, zumindest war Don Tomberry immer ein starker. Ich verstehe das Spiel nicht. Spielst du jetzt gerade Triple Trade oder was? Ja, was? Ja, natürlich spielst du Triple Trade, what the fuck? Rivalen der Chocobo-Rennen, ein Catering am Gut Zwieselgrund sprechen. Was ist der Gut Zwieselgrund? Weißt du das zufälligerweise? Ich meine, du bist ja in der Stadt aufgewachsen. Ich verstehe, glaube ich. Man muss so viel wie möglich Felder einnehmen. Okay. Glaube ich.
Der tiefe Wald. Die Quest mit dem Chocobo ist wirklich hier im tiefen Wald. What the fuck? Die ist hier wirklich. What? Ich muss doch kurz was anderes machen. Ey, komm hier in den Wald. Damit wir Chocobo. Ich muss noch die Goldsaucer-Quest zu Ende machen. Achso, die Willkommen im Goldsaucer. Achso. Mhm. Ah, die habe ich schon fertig. Okay. Ja, ich habe halt währenddessen noch das mit dem Shooter gemacht und noch die anderen Nebenquests. Ja. Junge, du musst in den tiefen Wald dann gehen übrigens. Also einfach von Alcredania musst du dann einfach hier. Alter, was ist das? Wie kommt man darauf, bitteschön? Keine Ahnung, wieso gerade im Wald? Vielleicht muss man da was mit dem Chocobo machen. Ja, aber wieso denn hier im Wald? Warum nicht einfach im Goldsaucer? Wie wär's damit? Square? Es tut mir leid, ich hasse Square nicht, aber ich finde schon manche Entscheidungen hier in dem Spiel fragwürdig. Ich meine, warum ist sie hier im Wald anstatt einfach im Goldsaucer? What the fuck? Oh, jetzt ja, ernsthaft? Ach man, ich muss einen Umweg nehmen. Wer baut sowas hier hin? Square. Ich glaube, ich habe was Neues gefunden. Was? Ein Restaurant. Im Goldsaucer? Ja, also hier siehst du auf der Mini-Karte so Besteck. Ah. Aber ich glaube, es ist eine Dekoration. Chocobo, hier. Chocobo, Chocobo. Aber ich glaube, man kann. Ja, die ist hier wirklich. Hi. Aber das Restaurant kann man nicht benutzen. Oh. Du interessierst dich für ein Chocobo-Rennen? Sei herzlich willkommen. Ich werde dich gerne mit einem ausstatten. Du hast die Wahl zwischen einem Männchen und einem Weibchen. Wenn du dich entschieden hast, gebe ich dir die Registrierungsformular, dass du. Was? Man kann wahrscheinlich dann jederzeit benutzen. Was kann man Reiter benutzen? Ah! Beziehungsformular, dass du bitte beim Rennschalter im Goldsaucer vorliegst. Männchen und Weibchen sind übrigens gleich stark. Du kannst bei dieser Wahl also gar nichts falsch machen. Alle unsere Vögel haben das Zeug zu echten Champions. Das ist Rennschokobo. Weibchen. Rennschokobo. Weiblich. Okay, der nämlich männlich. Ja, komm du erstmal in den Wald. Ich meine. Achso. Ja, okay. Aber haben die unterschiedliche Farben dann? Warte mal. Jetzt habe ich die Quest abgeschlossen. Jetzt muss ich wieder zurück. Ja, geil. Warte, nimm mal die an, die schon da ist. Muss man die auch beim Goldsaucer erledigen. Kennerin möchte dir helfen, dein Renn-Chocobo zu registrieren. Ah, okay, gut, die muss man auch. Jetzt endlich hast du einen Renn-Chocobo eine Registrierung. Warum gehst du damit nicht sofort zum Goldsaucer und meldest einen jungen Chocobo für den Rennbetrieb an? Okay. Die Rennleiterin ist die richtige Ansprechpartnerin dafür. Sie kann dir alles weitere erklären und hilft dir mit den Formalitäten. Das heißt, ich darf jetzt zurück. Oder soll ich mich einfach direkt teleportieren? Ich teleportiere mich einfach. Goldsaucer. Von Goldsaucer zählt ja zu Tandam. Ich weiß zwar nicht, wie viel Dörf jetzt ausgegeben habe, aber ist ja egal. Ich muss ja sowieso mit den Punkten im Goldsaucer zahlen. Das kostet nur 100 oder so. Ich habe 530. Ich schau mal auf deine Gil. Da stand dran, du hast 530 Gil verbraucht. Du hast nur noch 661. Goldsaucer ist halt teuer. Zum Goldsaucer hoch. Nee, zum Luftschiff-Ding. Ach so. Und dann ist es günstiger. Ja, ich wusste nicht, dass es 530 kostet. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich mache den gleichen Fehler mit Teleportieren erneut, deswegen werde ich. Nee, warte mal. Ich kann mich. Warte mal. Können wir mit den Teleportern? Hä? Hier wird ein Teleporter angezeigt, hier ist keiner. Das ist oben. Achso. Ja, ist immer weird. Und mit den kleinen Teleportern können wir uns dann quasi zwischen den Orten hier teleportieren, oder wie? Mhm, wieder schnell, viel schneller. Okay, kostet das was? Nein, wenn man so in einem im Stadtgebiet ist, wo keine Teleporter sind, kostet es nicht. Okay. Das ist auch gut so. Aber guck, es wird kein Gen angezeigt. Ah, ja. Ah, da bist du ja wieder. Wie geht es der guten Kettering? Sie leidet hervorragende Arbeit, nicht wahr? Hat sie dir eine Rennvogelregistrierung mitgegeben? Dann können wir deinen Jungvogel ja zum Rennbetrieb melden. Es sind nur noch ein paar Formalitäten zu erledigen. Sprich die Chocobo-Trainerin hier am Schalter an und gib ihr deine Registrierungsformular. Vergiss nicht, dass man immer nur einen Chocobo anmelden kann. Ja, das ist okay.
Achso, ich dachte jetzt gerade schon, was passiert hier, aber ich konnte, aber jetzt, okay. Wenn du das erledigt hast, steht im Renndebüt deines gefiederten Freunds nichts mehr im Wege. Sprich mich dann noch einmal an und ich lasse dich zu einem Rennen zu. Sprich mit der Trainerin, um deinen Jungschogebot zu registrieren. Dann wird die Rennleiterin dich zuerst zu einem Übungslauf schicken, in dem dir die Grundlagen des Rennens vermittelt werden. 530, ich habe einfach 530 Kill wieder mit reinbekommen mit der Mission. Ja, okay, lohnt sich. Hast du mit Katherine gesprochen? Ja, habe ich schon deiner Partnerin direkt neben dir. Ich gesagt, du sollst annehmen. Ja. Dann kannst du ja dann jetzt deinen Jungschogebot registrieren. Ihm einen Namen geben und auf seinem Rücken viel. Oh mein Gott, einem Namen! Wo einen Sieg entgegenreichen, wenn er sich nicht vorher ein Bein bricht. Wenn du wieder einen Namen brauchst, ich kann dir einen geben. Kein japanischen Namen für einen Chocobo! Hä? Aber ich muss nicht auch kriegen, japanisch sein. Ja, okay, dann. Wenn du ein. Erstes Wort? What the hell? Hä? Name des Renn-Chocobos. Erstes Wort? Hä? Du kannst zwei Wörter aus den vorgegebenen Listen. Ich will aber nicht, dass meine zwei. Joine Inferno. Orchidee Ray. Kurios Malt. Titan. Das ist ein cooler Name, ich nehme kein zweites Wort. Titan, okay. Venus. Hebeki, Gust, Goldener, Elektrum, Smalt, Maximal, Infinity, Claire Redfield, Divine. Ja, Claire klingt echt gut, weil sie weiblicher ist. Ja. Charmante. Positive. Positiv. Pommel. Chocolate. Farsois. Gridanisches. Ninja. Was ist ein Ninja? Reef. Ultimate. The fuck? Smash. Universe. Kugel! Was ist das für eine Beleidigung? Kluges. Liz. Icy. Liz klingt gut. Jetzt habe ich schon weggedrückt. Ja, du kannst wieder suchen gehen. Spirit. Spirit ist cool. Ich hasse diese Film und Serien dazu. Spirit. Ich mag den Namen Spirit. Ja, es ist nicht schlecht, aber. Steed. Es gibt so Cartoon-Serien darüber. Da ist wieder Liz. Soll ich einfach Liz nehmen oder was? Also, du kannst ruhig. Also ich kriege schlecht. Aki. Ultime. Tristan. Ombre. Flair. Oh, Flair ist sogar ein echt beliebter Name. Wieso sagst du das immer, wenn ich den wegdrück? Crusader. Ich meine, es passt jetzt nicht zum Chocobo, aber ich meine, bei Anime. Hyper. Xante. West. Oh, was? Hyper. Shalayana. Wenn ich allein schon Hyper höre, muss ich nur an diesen einen Typen denken. Silver. Das ist ein männlicher Name eher. Ach Quatsch, Junge, du Sexist. Nein, ich habe keine Ahnung, Spaß. Emblem. Penne. Junge. Mach doch direkt Geschlecht. Fox. Ist du mich jetzt bei Star Fox? Der Fox McCloud. Der Xal. Migois. Candidate. Brian, Buschel, Seidige, Solail, Traveler, Citron, 13. Ist das. Das ist safe eine Anspielung. Ich sag's dir so wie es ist, das ist eine Anspielung. Jetzt brauchst du mich auch gar nicht fragen, zu wem das eine Anspielung ist. 13? Red 13. Junge, wieso soll da sonst 13 stehen? Der Xal, Lancer. War. Einfach War. Sturm. War. Uldan. Rote, Metal, Idol, Junge, Perle. Weißt du, die schwächeren Gegner, also wenn, du weißt ja, wenn man overlevel ist, greifen, kann man schwächere Gegner nicht mehr angreifen. Ja. Dafür greifen die einen auch nicht an. Ach geil. Commander, leichter, Zero, aber das ist ein Blinding, Private, Majest. Frost, Fortune, Angel, mhm. Angel ist irgendwie nice. Angel, so hieß der Hund aus FF8. Ich mag irgendwie Angel. Vor allem, weißt du, was ich mag? Ich nehme Angel. Ich mag es automatisch laufen. Zum Beispiel im Moment, wo man trinken möchte, wo man keine Flasche hat, zum Beispiel. Warte mal, ich nehme noch einen Nachname. Nein! Wieso? Bo! Smalt! Valentine. Rising. Glaze, Angel. Glaze klingt lange nicht schlecht. Ja, das sag ich natürlich jetzt, wenn ich es wegtreffe. Nee, du darfst es nicht so schnell machen.
Silber. Ey, du wolltest Silber nicht? Wie wär's mit Silber? Celeste, Seidiger, Amazukase, Olive, Joyces, Blaues, Spark, Justice. Was ist Justice? Gerechtigkeit. Amor, ich weiß schon, was das heißt, aber warum? Warum willst du so einen Chocobo nennen? Orchidee. Warum willst du einen Chocobo Orchidee nennen? Das ist eine Blume. Ich weiß. Battle. Silence. Face. Face. Vent. Venti. Run. Rouge. Gourmet. Brace. Ombre. Ombre. Harmony. Ether. Brace. Oh, jetzt haben wir 12. Wilton. Helles. Hot. Ich nehm Hot. Ich nehm sowas von Hot. Nein. Forster. Ober. Charlie. Edles. Echo. Charlie. Echo. Funke. Ja, Junge. Rich. Fire. Neptune. Infinity. Pursuit. Furry. Furry. Aber mit zwei Erscheinungen Furry. Ich weiß. Violet. Violet klingt auch nicht schlecht. Aber die ist halt nicht violett. Hä, ich kann mal keine Farbe ändern vielleicht. Dann mache ich okay, mir ist es jetzt egal. Violet. Gut, ich nehme deinen Rennvogel und nehme Violet als Renn. Das wäre erledigt. Sprich mit den Rennleitern, so würde ich jetzt auf eine Rechterbahn, auf eine Rennbahn lassen. Mit wem muss ich reden? Habe ich aufgepasst. Mit Melfa. Du hast noch keinen Gehilfen anstellen. Hä? Du kannst auch keinen Gefilden anstellen und darf auch keine herrufen. Wow, hi. Ey, ich skippe aber mal nicht den letzten Dialog, nachdem du den Namen ausgewählt hast, weil ich mir noch gucken, was man da noch machen muss. Jetzt musst du erstmal den Namen nehmen. Ja, du musst mit der reden. Nicht mit der. Der Chocobo-Pflegerin. Ach, warte mal. Hä, das wird nicht mal als Quest angezeigt. What the hell? Hier ist das Tor da drüben, da freut sich die Tiere in ihre harte Chocobo-Dressur. Warte, Charakter? Evil stand einfach dran. Ne? Evil. Warte, ich dachte, es gibt jetzt zum Beispiel sowas wie Cloud, das war von anderen Teilen jetzt. Von anderen Teilen die Namen. Das wäre schon nice gewesen. Treue ist ein Name, ein Charakter vor allem. Konzepte. Aber du musst mit der. Ach so, ich muss mit der Rennleiterin reden. Der große Moment ist gekommen. Dein frisch registrierter Chocobo und du werdest zum ersten Mal Rennluft und der Rennstrecke schnuppern. Wenn auch vorerst nur zu Übungszwecken. Wähle im folgenden Menü an einem Rennen teilnehmen und dann Übungslauf, um die Grundlagen eines Chocobos-Rennens zu kennen. Phänomene. Vielleicht, dass es nicht dran steht. Ach, warte, hier. Einführung, ja. Einführung kann ich sogar noch auswählen. Teilnehmen, alles ist bereit zum Start. Chocobo Übungsbahn. Jetzt geht's los. Dodo. Wir kommen auf der Übungsbahn. Wie klingt Dodo? Hier kannst du dich ein bisschen austoben und das Chocobo rennen üben. Ein Chocobo verhalten sich etwas anders als ihr Artgenossen. Teile die Puste deines Chocobos gut ein, um als Erster ins Ziel zu gehen. Bewege den linken Stick nach oben oder drücke die L1-Taste, um den Chocobo zu beschleunigen. Ja, wenn der Chocobo schnell läuft, verliert er an der Puste. Ich drück nicht mal L1. Wenn du weiter beschleunigst, wirst du sehen, dass dein Chocobo erschöpft wird. Dann kann er nicht mehr so schnell laufen. Wenn du zu lange beschleunigst, wird dein Chocobo erschöpft und verliert noch schnell an Puste. Ja, ich sehe es. Bewege den linken Stick nach unten, um anzubremsen und mit normaler Geschwindigkeit. Okay, alles klar. Gesundheit. Ich bin gerade hier am Konzentrieren. Geschafft. Gesundheit. Im Voraus. Bestimmt bringt das Pech. Bei Erschöpfung anbremsen und erholen. Also ich muss erschöpft sein oder wie? Ah, jetzt. Versuche jetzt deinen Chocobo nach links und rechts zu lenken. Den linken Stick und nach links und rechts, um der Strecke zu folgen. Mache ich doch schon die ganze Zeit.
Was? Brave. Brave. Brave ist echt nice. Das ist ein Junge. Ja. Nimm halt Brave. Brave. Nimm einfach Brave. Nach links und rechts denken. Das mache ich doch schon die ganze Zeit. Hä? Was ist das? Nach links und rechts lenken mache ich die ganze Zeit. Das Spiel verarscht mich. Ja, um der Strecke zu folgen. Das tue ich. Das Spiel wird sehen, wie es auf dem Müll landet. Ich guck mal, nach links und rechts lenken, um der Strecke zu folgen. Ich folge der Strecke! Junge. Das Spiel will unbedingt auf dem Müll landen, ich sag's dir ehrlich, guck mal. Ich schau, wie Bücher es gibt. Es funktioniert nicht. Oder warte mal, was steht da überhaupt da unten, was noch nicht abgehakt ist bei mir? Danke. Was? Ja, was steht da? Was da unten? Was da unter dem, was abgehakt ist, was noch nicht abgehakt ist, das erste, was noch nicht abgehakt ist da. Nach links und rechts lenken. Mach ich schon die ganze Zeit. Mit dem Steuerkreuz vielleicht? Nee, Steuerkreuz funktioniert gar nicht. Guck, ich lenk nach links und nach rechts. Den linken Ding nach links und rechts, um der Strecke zu folgen. Ja, mache ich. Das Spiel verarscht mich, ey. Vor allem, das hat nicht mal das abgehakt, dass ich... Kann ich irgendwie raus? Ja, kann ich. Das funktioniert nicht. Muss ich es aber nochmal wahrscheinlich machen, ne? Achso, man muss mit dieser Rennleiterin sprechen. Ja. Mit steigender Wertung kannst du auch an Anspruch und Klassen teilnehmen. Ja, wahrscheinlich wirst du dort auf härtere Gegner, aber dafür gibt es auch bessere Preise zu holen. Den Rennen anmelden kannst du dich praktischerweise übrigens direkt über die Inhaltssuche. Inhaltssuche, wahrscheinlich ein Goldsourcer hier, ne? Ja, Chocobo. Zucht. Aussehen. Lol, ich kann den anziehen. Habe ich jetzt wirklich einen Chocobo oder wie? Solltest du haben. Wie hole ich den dann? Ach, Klassenrennen hier. Inhaltssuche. Ja, geh weg. Zufallsinhalte. Über die Inhaltssuche kannst du ganz einfach bestimmte Dungeons gemeinsam mit anderen Spielern erleben. LOL! Ich kann Dungeons machen. Und jetzt ist es weg. Hier Zufallsstrecke. Ich nehme einfach eine Zufallsstrecke. Obwohl, warte, ich will an die Sonnenküste. Geil. Die Registrierung wurde durchgeführt. Nein, ich muss hier warten. Ich liebe ja MMOs. Ich muss hier warten jetzt, bis es startet. Man startet. Man muss nach unten, man muss nach hinten. Man muss einfach nach hinten drücken. Mach ich ja. Ja, aber du musst erstmal erschöpft sein mit dem. Gruppe wird gebildet. Ach, alles ist bereit. Geil. Teilnehmen. Es ging ja schneller, als ich dachte.
Los geht's, Chocobo! Jö! Ja. Jo, wie geil sieht das aus? Gib dir das mal. Komm, ich spiel's alleine. Okay, perfekt, dann gewinne ich! Dann gewinne ich! Wenn ich alleine spiele. 1600, irgendwas. Nein, einfach nur 1600. Ne, ich spiele gegen Gegner. Gegen Bot. Ah ja. Das ist einfach die Musik aus dem siebten Teil. Oh, man kann da springen, jetzt check ich das aus. Nein, der Chocobo ist yesterday. Der hat gestern gewonnen, aber nicht heute. Ja, du musst einfach beenden drücken. Mach einfach beenden. Will ich mal angucken. Boah, raus hier. Hallo, brems. Boah, ey. Alter. Dann drück einfach beenden. Drück Kreis. Ich hab geschaut. Wie? Ich weiß auch nicht. Hier ist das Ziel, schnell. Zieh doch. Als wie viel gehe ich rein? Ich gehe als Vierter rein. Wow. Ja, aber dafür kannst du nicht jemanden zaubern. Was? Geht jetzt ab? Hä? Ach so, es gibt wirklich Zufall, der ausgelöst. Wow. Das war übrigens echt das Spiel, ne? Gut Leute, würde ich sagen, dann beende ich hier die Folge von Final Fantasy 14. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal und ciao.